Und das hat Alof schon ein Stück näher ans Level abgebracht. So, jetzt geht's zur Redriks Festung. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich befürchte nicht, dass wir einfach mal so durch den Haupteingang reingehen können. Das ist übrigens auch so ein netter Story-Twist. Weil eigentlich hätten wir uns ja zwischen Redrick und Kolsk entscheiden können. Ja. Hätten wir jetzt uns für Redrick entschieden und Kolsk getötet, was wäre wohl dann passiert? Aber das wollten wir ja nicht, weil das die schlechte Entscheidung gewesen wäre. Vampir, als du dich der lächelnden Frau neben der Frau näherst, beschleicht dich ein unangenehmes Gefühl, also wahrscheinlich der Frau neben der Brücke. Aus dieser Entfernung kannst du erkennen, dass ihre Haut kränklich blass glänzt und ihre Augen das milchige Weiß einer Leiche haben. Ihr Gesichtsausdruck wirkt ziemlich seltsam, als ob sie viel Kraft aufbringen müsste, um ihm beizubehalten. Gods keep you. Fürst Redrick erwartet dich schon, also das ist ein Vampir. Also das heißt wirklich Vampir, was auch immer das sein soll. Die Frau lächelt noch ein bisschen breiter. Es ist gut, dass du seine Herausforderung nicht abgelehnt hast. Er hatte stark, du würdest dich letztendlich als Feigling entpuppen. Wenn du willst, werde ich dich zu ihm begleiten. Was bist du? Eine ergebene Dienerin, der für ihre gute Arbeit eine Gunst gewährt wurde. Wie auch mein Fürst werde ich den Zyklus überstehen und ewig auf Erden wandeln. Stell ihm deine Fragen doch direkt, wenn du sie beantwortet haben möchtest. Ja, bring mich zu ihm. Dann komm, er wartet auf dich, dort auf dich. Sie deutete auf den höchsten Turm der Burg und führt dich über die Zugbrücke in dessen Richtung. Oh, auf den Belagerungsturm. Oder den Bollwerksturm, ja. Okay. Ja, sieht nach einem Hinterhalt aus. Das ist Fürst Redrick, hä? Fürst Redrick der Siebte. Eine gepanzerte Gestalt schreitet nach vorne. Anstatt von Augen brennt dort enorme Flammen, die Hitze und Licht ausstrahlen. In diesen orangenen Glühen siehst du, dass das darunterliegende Gesicht im Verfall erlegen ist. Die Wangen sind eingesunken, die Lippen haben sich zurückgezogen, geben Blick auf graues Zahnfleisch und verrottende Zähne frei. Vor dir steht aber unverkennbar Redrick. Er ist Untoter. Sieh genau hin. Look well. See what you have made of me. But see too what great Bereth has permitted. I am returned, mind and soul, so that I might be avenged upon my enemies. Sieh genau hin. Redricks Stimme klingt nun kratzig, hat sich aber ihre schwerfällige Arroganz bewahrt. Sieh genau hin, was du mir aus mir gemacht hast. Aber merke auch, was der große Berat gestattet hat. Ich bin in Seele und Verstand zurückgekehrt, damit ich Rache an meinen Feind nehmen kann. Ich sehe nicht mehr als eine wandelnde Leiche, das sagt Hagrim ganz kühn. Dann trügen dich deine Augen. Die Macht, die mir gewährt wurde, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich fühle die Berührung des Gottes, der Götter. Mein Glaube ist ein Quell, aus dem ich Leben ziehe. Meine Rache ist wie das fege Feuer und heute, ja heute wirst du brennen. I have strangled the life from the usurper Kolsch with my own hands. So fell your champion, your great hope. Mit meinen eigenen Händen habe ich das Leben aus dem Thronräuber Kolsch gewürgt. Bekräftigend hebt er eine Faust mit zusammengepressten, verrotteten Fingern. Und so viel euer großer Held und eure große Hoffnung. Diese Kreatur sollte euer Thane werden, ein Mann ohne Entschlossenheit, ohne Ziel. Ein Engel, der sich am Tal fett frisst, der keine Ahnung davon hat, welche Verwüstung seiner Eitelkeit seinem Volk zugefügt hat. Klingt fast so schlimm wie die Alternative. Ich werde es nicht zu... I will not allow my lands to fall into ruin. I will cleanse the scattered god's poison from the blood of my people. I will scour his name from the Deerwood. Bereth has blessed me with its favor, and I will be its sword. There will be no more mercy for the heretic, the thief, the charlatan. All
will meet with death. Ich werde es nicht zulassen, dass meine Lande in den Ruin stürzen. Ich werde das Blut meines Volkes vom Gift des zersplitternden Gottes reinigen. Ich werde den Dirnwald von seinem Namen säubern. Berat hat mich seiner Gunst gesegnet und ich werde sein Schwert sein. Für den Ketzer, den Dieb, den Scharlatan wird es keine Gnade geben. Sie alle werden den Tod finden. Möge der beste Mann gewinnen, ich werde dich der Gerechtigkeit zuführen, Redrick, und wenn ich dich 100-mal töten muss. Genug mit dir deinem verdammten Geschwätz ständig, Redrick. Wenn ich mit dir fertig bin, wird selbst Berat dich nicht mehr zusammenfliegen können. Du setzt deine zweite Chance zum Leben aufs Spiel, indem du wieder gegen mich kämpfst? Ja. Ich wurde zurückgebracht, um Berats Rache über die Welt der Sterblichen zu bringen. Dies ist keine Verschwendung. Wisse, dass ich dir den Kopf vor den Schultern haue und dich gänzlich aus dieser Welt tilgen werde, du Kreatur. Möge dir das nächste Leben mehr Weisheit geben, als du es an diesem Tag an den Tag gelegt hast. Okay. Ja. Vampire, was sind... Oh. Alof ist mal wieder bezaubert. Das ist nicht so gut, wenn die alle auf meine Fernkämpfer einprügeln. Okay, Redricks Festung schnell speichern. Das war jetzt wirklich nicht gut. Doritz muss sofort irgendwas zaubern. Am besten eine Segnung. Und da müssen wir erst die Vampire töten, die uns... Schicken wir Edda etwas vor. Da kommt Redrick. Und den Text lese ich jetzt nicht mal vor, den kennen wir jetzt schon alle. Weiter. Wandelnde Leiche, genau. Ja. Okay. Vampire. Was mache ich nur am besten gegen die ganzen Kerle? Am besten weiter mit solchen Dingern draufhauen. Und hoffen, dass er dabei zu uns zurückkehrt. Wie lange ist denn der? Bleibt der bezaubert? Immer noch 3 Sekunden. Durens, mach da mal das. Okay, Edda ist wieder da. Und schaltet am besten wieder auf seinen Säbel um. Und Palegina, da ich nicht sehen kann, wie viel sie hat, heilt sie sich mal selber. Du bist geschockt. Ja genau, ich wollte meine Segnung sprechen. So. Alof. Hau mal weiter mit den Kugeln auf die Vampire ein. Du machst einfach mal hier eine große Heilung rein. Okay, dann macht Palle. Hatte Palegina nicht irgendwas, was heilen konnte? Ne, das hat jetzt Durenz. Mist. Okay, Durenz. Ja, jetzt hat Durenz das. Aber Durenz benutzt mal eine große Heilung zum Heilen. Okay, ich habe langsam keinen Überblick mehr. Durenz hat es jetzt auch umgehauen.
Es klappt aber einigermaßen so, wie ich das mir dachte, dass es klappen sollte. Nur nicht ganz so gut. Habe ich eigentlich irgendeinen Zauber bei Durenz, der eine Weile vor solchen Übernahmedingern schützt? Das wäre auch mal zu prüfen, ob das geht. Stellt euch mal am Fuß der Treppe auf, alle. Hey. So, ihr blockiert hier die Treppe. So. Durenz. Zweifel sehen? Nein. Säule des Glaubens, Gebet gegen Hemmung. Schutzkreis. Wachsame Präsenz. Tödlicher Schlag, Ausdauer, versiegendes Siegel. Gebet der Fassungslosigkeit. Stärkt den Verstand von Verbündeten im Wirkungsbereich. Gewährt Bonus gegen alle Verwirrung. Benehmende Wirkung und verringerte. Ja, das hier wäre gut. Wenn er Gebet der Fassungslosigkeit spricht. Und danach das hier. Hey. Okay, er davor. Er hat nur 6 Leute. Ja, kennen wir alles. So. Tierchen da hoch. What? So, du sprichst jetzt erst einmal den hier. Einfach in die Mitte. Okay. Und jetzt erstmal Angriff. Vampirwächter. Vampir. Fürst Redrick. Erstmal alle auf den Vampirwächter gehen. Das war da falsch. Und jetzt sind wieder alle bei mir. Warum? Ich hätte den Angriffsbefehl nicht geben sollen. Ich hätte die Treppe einfach blockieren sollen. Das war falsch. Offener Kampf wird nichts nützen, die rennen alle zu mir durch. Also zu den Fernkämpfern und dann war es das auch schon. Hey. So, und ihr blockiert die Treppe. Ach, die Wölfe, also Fenris und Imhotak, die gehen immer in dieser Sequenz zurück. Es geht eigentlich, wenn ich es richtig mache. So. Gut. Au. Okay. Warum kommen da jetzt nur 3? Und alle auf B da bitte. Der ist nämlich der, der übernimmt. So, Edda ist wieder normal. Palegina, du heilst dich am besten mal selber. Durenz ist ziemlich angeschlagen, dann heilt der sich auch mal selber. Du machst den Vampir weg. Mach dir die mal diesen Vampir weg.